Die Welt ist in Begeisterung, denn die amerikanischen Aktienmärkte und damit auch ein bisschen alle anderen, die in Abhängigkeit der Wall Street stehen, der DAX gehört ja mit Sicherheit auch dazu, die stehen kurz vorm nächsten Durchbruch, nämlich das Hoch aus dem September. Das wird wahrscheinlich in Bälde gebrochen. So sehen es zumindest viele und sehen darin eine Chance, dass nicht nur dieses Hoch gebrochen wird, sondern dass wir damit auch neue All-Time-Highs bekommen und damit beim Dow Jones die 30.000 endlich auf dem Plan steht. Das wünschen sich viele, das denken viele. Und tatsächlich kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich auch passiert. Es wäre zumindest mal typisch, dass der Markt da noch mal drüber geht, denn wir wissen, Märkte lieben Ausbrüche, auch selbst wenn es dann nur falsche sind. Also, wir hatten schon darüber gesprochen, das will ich gar nicht so sehr thematisieren in diesem Moment. Da werden wir sicherlich dann natürlich in den nächsten Tagen mehrfach noch drauf gucken und wenn es dann soweit ist. Aktuell können wir nur erahnen, dass wohl die Long-Seite immer noch wohl die tendenziell bessere ist. Denn wenn ich mir mal angucke, wo die steilen Bewegungen sind, wenn wir mal von dieser Tweet-Geschichte hier absehen, die gehen nun mal eigentlich nach oben und die Abwärtsbewegungen sind eher so die Pausezeichen, so wie es aussieht. Aber ich will gar nicht so sehr über den Dow Jones reden, sondern über den US-Dollar, zum Beispiel gegenüber dem Euro. Denn der hatte sich ja hier schon mal ein bisschen zurückgezogen. Und ob das jetzt hier die richtige Zählung ist, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das lassen wir nochmal auf uns zukommen. Aber was auf jeden Fall mal auffällig ist, das ist hier die Bewegung, die wir im 15-Minuten-Chart haben. Und die wiederum, die sieht hervorragend aus. Ein schöner Schub nach oben und jetzt etwas Wackeliges nach unten. Das ist etwas, auf das wir gucken. Ich würde mir sowas zum Beispiel vorstellen können für unseren Trade des Tages. Da suchen wir unter anderem solche Szenarien raus, die wir dann eben entsprechend dann da mit unserem ganz klaren Handelsmarken dann vorstellen. Das wird hier bei 15-minütigen Charts vielleicht nicht der Fall sein, das weiß ich nicht, das ist ein bisschen zu kurz, aber selbst das geben wir immer wieder mal durch und zwar bei Born for Trading, also wer da noch nicht angemeldet ist und solche Nachrichten, wenn es dann endlich soweit ist und wie wir da drauf kommen, dann auf sein Smartphone bekommen möchte oder am PC, man kann das Ganze auch am PC dann abrufen. Der ist mit Born for Trading ganz gut aufgestellt, deshalb dazu einfach mal anmelden. Ich kann aber schon mal ankündigen, worauf wir in etwa schielen. Das ist ein Rücksetzer, der idealerweise Richtung 38,20 geht und nicht zu schnell. Ich habe ja hier immer so meine Lieblingswinkelmesser, sage ich jetzt mal, und ich mag lieber, wenn das ein bisschen langsamer geht hier. Unter Umständen müssen wir sogar dieses Tief hier noch mit reinnehmen, dann haben wir sogar noch einen etwas breiteren, naja, es ist nicht super breit, aber einen etwas breiteren Schenkel, den wir hier runternehmen müssen. Also, eigentlich noch schöner wäre es, wenn er hier nochmal runterkäme und dann anschließend nach oben. Das werden wir uns natürlich noch angucken und wie gesagt, wenn es dann soweit ist mit unseren Trading-Ideen, wenn das für uns attraktiv ist, dann auch gerne dann ankündigen. Aber ihr seht schon, eigentlich ist das so ähnlich wie das, was wir ja auch beim Dow Jones gerade haben. Also es ist gar nicht so unspannend, nur das, was wir hier im 15-Minuten-Chart haben, hier ein Tief, anschließend sehr dynamisch nach oben, dann ein bisschen zu kurz nach unten. Mal gucken, vielleicht noch nicht mal so sehr der Dow Jones. Ich wechsle mal auf den Nasdaq und zwar auf den Tageschart. Dann werdet ihr sehen, ja Mensch, es ist ja genau das Gleiche in, nicht grün in dem Fall, aber also ihr seht es. Deutlicher Anstieg jetzt dieser Rücksetzer, ein bisschen zu kurz und die Frage, kommt dieser Rücksetzer oder nicht? Das ist die Schönheit der Charts, dass sich die Bilder im Großen, das ist auf Tagesbasis oder vielleicht sogar so ähnlich, eher sogar im Wochenchart mit der Anzahl der Kerzen hier, dass sich dieses Bild, guckt nochmal hier drauf, der Schub nach oben, dann dieser Rücksetzer und jetzt hier dieser Versuch, ein bisschen nach oben zu gehen und jetzt hier unten in dem Bereich der Schub nach oben, der Rücksetzer und der Versuch hier nach oben zu gehen. Es ist so ähnlich, obwohl wir eine ganz andere Zeiteinheit hier gerade haben. So, also achtet selber darauf, wenn ihr Spaß habt, euch selber mit den Charts zu beschäftigen. Wenn ihr sagt, na, ich brauche gerne auch noch ein bisschen mehr Input, es ist kostenfrei. Meldet euch an für den Trade des Tages und auch für Born for Trading. Dann bekommt ihr viele, viele Hinweise zu unseren Trading-Ideen. Und könnt vielleicht das Maximale für euch da rausholen. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute, drücke euch die Daumen und wir sehen uns in den Märkten.